Frutarier, die gibt es auch. Kennt ihr Frutarier? Ja, Frutarier, die essen zum Beispiel nur, was der Baum freiwillig fallen lässt. Und da stand auch mal einer nach der Show am Büchertisch. Und dann frage ich ihn, ist das wirklich wahr? Ihr esst nur, was der Baum freiwillig fallen lässt? Und dann sagt er, ja. Dann habe ich dem ganz tief in die Augen geguckt. Und ich habe gesehen, bei dem, da brannte eine Lampe. Aber da war keiner zu Hause. Was der Baum freiwillig fällt, habe ich ihn gefragt, warum macht ihr das? Und dann sagt er, nun, das ist im Einklang mit der Natur. Was? Im Einklang mit der Natur? Okay, Moment, Moment. Wenn ein Baum sein reifes Äpfelchen auf den Boden fallen lässt, dann doch nur in der Hoffnung, dass zum Beispiel ein Wildschwein kommt, den ganzen Apfel mit den Kernen verputzt, raus in die Landschaft läuft, irgendwann einen Haufen macht und dort mit den unverdauten Apfelkernchen ein kleines Apfelbaumbaby wächst. Das ist der Deal zwischen Baum und Sau. Das heißt, wenn Frutarier wirklich im Einklang mit der Natur leben wollen, dann müssen sie den ganzen Apfel mit den Kernen essen, um beim Nachbar in den Garten... Doppelstunde Bauchpowerkurs gefällig? Dann komm zu mir auf meine Live-Show. Ich bin wieder auf Tournee. Klicke hier oben auf dieses Logo, dann sehen wir uns bald. Ich möchte dich gern zum Dauerlachen bringen, denn während du herzlich lachst, kannst du schon mal nichts essen. Und bis wir uns live sehen, schaust du einfach mal ein paar von diesen Videos an, damit du up to date bleibst. Vielleicht bist du auch ganz neu hier, dann abonniere meinen Kanal. Klicke unten auf dieses Logo. Dann kommen die Videos regelmäßig zu dir nach Hause.